Europa, die vierte. Willkommen, Rapid Wien ist der heutige Gegner. Es ist ein Heimspiel, es ist Flutlicht und das wollen wir ja. Das lieben die Fans und natürlich auch wir, wie wir hier vor dem Monitor sitzen mit dem Controller in der Hand. Ihr wahrscheinlich mit der Chipstüte oder sonst irgendwas. Ja, kompletter Blödsinn. Also da habe ich entweder weiß oder grün in Auswahl, aber wir haben ja auch so im Hinspiel gespielt. Sollte kein Thema sein. Das Wetter spielt mit. Gucken wir doch mal in unserer Aufstellung, wie es da frische technisch aussieht. Hoffmann und bei Ginter merkt man auch so ein bisschen was. Bakkali ist aber alles nicht schlimm. Also wir hatten genug Pause. Auch noch sehr viele von den Jungs, die mit guter Form unterwegs sind. Die beiden Mittelfeldspieler außen und auch beide Angreifer. Vor allen Dingen Batshuayi. Wahnsinn. Topform. Und jetzt weiß ich nicht genau, wen ich hier noch mitnehmen soll. Schreivers ist ja immer so ein Typ. Das ist ja immer so einer. Nur ich kann höchstens für Gavranovic mitnehmen. Nur der hat eine gute Form, das wäre unfair. An der Stelle dann lassen wir das. Schmelzer ist eine Personalie, ich würde ihn eigentlich gerne bringen, aber er hat mich bis jetzt nur enttäuscht und das schenke ich mir dann einfach. Durm hat eine gute Form, Jedlin hat eine gute Form, also fertig aus. Auf der Todklappe zu, wie man immer so schön sagt. Azar lasse ich heute spielen auf der 10, ich hoffe einfach mal auf eine gute Leistung. Und dann können wir fast auch schon reingehen. Das ist der vierte Spieltag. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir uns heute hier nicht abziehen lassen von denen. Das würde nämlich bedeuten, dass wir nicht nur hinter den anderen bleiben, sondern auch die Wiener noch vorbeiziehen lassen müssen. Wenn ein direkter Vergleich dann gewonnen würde, oh Gott, das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar, das kann man ja keinem zeigen. Torschuss und ich, nee. Das muss ich gleich am Platz anders machen. Marke Solarstadion, Flutlicht, wie ich gesagt habe, Rapid Wien ist der Gegner. Vierter Spieltag, zweimal müssen wir noch hier nach, oder dürfen wir, das ist ja ein Privileg hier spielen zu können, gegen PSV und dann gegen Olympiakos oder eher andersrum, ich glaube erst die Griechen und dann die Holländer. Das erste Spiel haben wir hier verloren, die Heimpartie gegen Olympiakos. Dann kam der Sieg in Wien und ich dann glaube ich das Unentschieden gegen PSV hier zu Hause, oder war das auch auswärts? Ich komme nicht mehr so ganz hinterher. Aber darüber muss man nicht diskutieren. Einfach heute ein tolles Spiel machen und am besten die hier punktelos nach Hause schicken. Das wäre natürlich der Optimalfall. Dann kannst du schon mal planen. Dann hast du zumindest eine Mannschaft schon mal hinter dir. Das wären dann 4 Punkte Unterschied. 6 Punkte könntest du noch holen. Hier seht ihr das. 4, wenn wir gewinnen, haben wir 7. Die bleiben bei 3 stehen. Und das Gute ist, der Drittplatzierte könnte uns auch nicht überholen, wenn wir das heute gewinnen. 9 Tore gesamt. Da waren natürlich jetzt die letzten beiden sehr, sehr wichtig gegen Bayern. Das Spiel, was wir leider Gottes deine 90. noch abgeschenkt haben. Nicht ganz, 1 Punkt haben wir behalten. Ja, das soll heute nicht passieren. Also ich will hier von Beginn an wirklich zeigen, wer da her im Haus ist. Sabitzer ist dabei, Schaub ist dabei, Deniala, Thanos, Petzos, Sonnenleitner, der Captain hinten im Tor, die 31, Lukas Königshofer. Tja, man kennt sich. Man kennt sich, man schätzt sich und man wird sich mit Sicherheit hier einen harten Kampf liefern. Wir gehen von Beginn an ein bisschen offensiver ran. Nicht von der Einstellung, also hier hoher Druck oder so irgendwas, das kann ich jetzt noch nicht machen. Dann sind die wieder nach einer Dreiviertelstunde halb tot. Und wir brauchen die zweimal 45 Minuten. Nicht, dass es hier wieder so eine Enttäuschung wird wie gegen Bayern. Ne? Ribéry, 90. mit dem Kopf. Das war natürlich auch noch eine zusätzliche Geschichte. Volland auf Yassin Benzia. Jetzt auf seinen Sturmkollegen. Jetzt einfach mal durchgespielt. Wenn er hinkommt, ist Königshofer da. Schade. Aber das könnte so ein Mittel sein. Das ist immer ein Mittel, ne? Mit diesen schnellen Stürmern vorne, dass wir die einsetzen. Und bestmöglich natürlich so einsetzen. Ja, der liegt auf der Nase, holt sich den Ball aber wieder. Ja, da haben wir André Hoffmann, der bemüht sich, aber es sind nicht alle glücklich mit ihm. Also er hat teilweise Spiele dabei, da ist er der gewollte Brecher, der da hinten steht, der einfach die Männer und auch die Bälle abräumt. Und dann kommen wieder so Spiele, wo du dich fragst, was hätte denn der Greenkeeper gemacht in dem gleichen Spiel? Hätte er schlechter sein können? Das ist einfach ein Problem. Ne? Vielleicht müssen wir da uns nochmal umgucken nach einem defensiven Mann. Aber er kann ja auch hinten spielen als Innenverteidiger. Da muss er halt nicht so viel laufen, sag ich mal. Da hat er halt seinen Strafraum, den er bewachen muss. Vielleicht eine Manndeckung. Aber das war's auch. Nicht im defensiven Mittelfeld, wo er ja natürlich auch immer dafür da ist, um das Spiel anzuschieben. Wenn wir den Ball haben, das ist abseits. Und ich finde, das kann er nicht. Ne? Der ist ja nicht beweglich genug. Wir können uns später mal die Werte angucken von ihm. Aber
Das kann normalerweise nichts geben. Das ist jetzt mal klasse gespielt. Über Yedlin. Klasse Ball. Schönes Ding nach vorne. Und jetzt muss er den reinmachen. Ach, der kleine Franzose scheitert an einem sehr, sehr gut aufgelegten Lukas Golishofer. Das ist wieder ein Glanzpass. Das war auch keine schlechte Idee, den einfach mal flach zu schießen. Hätte er vielleicht den Finesse-Shot nehmen müssen. Aber erzähl mir das mal in der Situation. Benzia ist der Mann für die Standardsituation. Da ist Ayeti. Das Ding ist an der Latte. Und Rapid klärt erstmal. Und sie klären weit genug weg, dass wir hier nicht die zweite Chance bekommen. Das ist es, ne? Wir haben die kopfballstarken Spieler. Nicht nur vorne, sondern auch hinten. Und wir haben einen super Standardschützen. Und das war ein Schwachsinnspass. Also das kann da mal ganz deutlich nach hinten losgehen. Und nämlich, die können das auch, diese Pässe. Yedlin, oh Gott, was macht Volland denn? Ist er denn wahnsinnig geworden? Flanke kommt nach hinten. Alter Verwalter, das war noch knapper als eben. Deni Allah, der Mann mit der 33. Ach du heilige Kuh. Ich meine, er steht alleine da, das gibt's nicht. Und dass sowohl der Spieler vorbeifliegt, als auch Leno, der weiß wahrscheinlich gar nicht, was ihm da geschieht. Da klatscht da so ein Ginter auf dem Boden neben ihm. Und dann kommt der Ball vorbeigeflogen. Gott sei Dank auch Zentimeter am Tor vorbei. Das wäre es ja noch gewesen. Und wenn die jetzt hier in der Situation führen. Jetzt ist der Ball klasse. Dann können wir auch sofort weiterspielen, weil das wäre kein Abseits gewesen. Aber blöder Laufweg von Yedlin. Warum läuft er denn dahinter den Mann? Also wir können uns jetzt hier nicht beschweren. Also mit ein bisschen Pech, ne, liegen wir hinten. Obwohl wir vorne die dicke Möglichkeit hatten mit der Latte, die im Spiel war. Ginter versucht da alles hinzukommen. Also ich glaube, das geht ins Aus. Nee, den holt er. Den holt er noch, ist Abseits. Das habe ich diesmal gesehen, da brauche ich keine Panik schieben. Und was für ein Abseits. Na, da hat die Falle zugeschnappt da hinten. Außenverteidiger haben wir keine mehr gesehen. Weit und breit nicht. Die waren vorne irgendwo am Rumeilen. Hoffmann. Na, man sieht das öfters jetzt, dass der Volland für den Yedlin auflegt. Auch das ist ein Fehler jetzt hier von dem. Rapid Wien spielt mit dem Feuer da hinten. Aber wir können es wieder nicht nutzen. Aber aller Liebe, das ist natürlich auch kein Abschlussspieler, der Yedlin. Der ist schnell, der kann verteidigen, der kann auch gut Bälle vorlegen. Aber vorne taucht er eben meistens nicht vorm Tor auf. Wieder Abseits, ist wieder knapp. Nicht, dass es hier so eine Orgie wird wie im Fußballmanager. Mit 9-mal Abseits, oh Gottes Willen, ich drücke nach unten. Und wo spielt der hin? Also das ist natürlich dann echt kläglich, wenn man sich so ein Gegentor fängt. Gott sei Dank nicht. Einfach mal in die Mitte gespielt hier. Thorgan Hazard kommt viel zu wenig jetzt aus sich raus. Bekommt aber auch keine Bälle. Schade. Klasse gemacht von Yassin Benzia. Da haben wir Batshuayi gesehen. Wann schlägt er heute zu? Schlägt er heute zu? Es wäre natürlich sehr wichtig, hier ein Tor zu machen. Ich darf nicht den Fehler machen, mich immer so von denen überrumpeln zu lassen. Eine Drehung und die sind vorbei. Sollte ich lassen. Dann lieber einfach mal so. Einfach mal die Wampe und den Hintern ins Bild stellen. Im Großformat. Und einfach hoffen, dass da keiner durchkommt. So. Fehlpass. Das ist meiner Meinung nach ein Foul gewesen. An Bakali. Ja, sehr aggressiv, der Junge. Einfach mal Seite wechseln. Wir haben einfach gute Erfahrungen damit gemacht. Weil auch Yedlin einfach der Spieler ist, wo du das machen kannst. Ja, der hat die Geschwindigkeit. Da kommt er wieder. Da kommt er wieder und spielt dann auch so einen klasse Ball auf Benzia, der den Ball aber leider schlecht kontrolliert. Und dann eine schlechte Flanke macht. Also im Prinzip war alles schlecht an diesem Angriff. Über die Seite. Wir haben das ja schon so viel besser gesehen. Vielleicht spielt natürlich auch die Nervosität hier mit. Weil die genau wissen, wir machen jetzt mal ein bisschen was noch in Richtung Offensive. Sabitzer. Sabitzer gegen Bakali. Ungleiches Duell. Da außen. So, jetzt versucht er mich wieder auszutanzen, der Allah. Schießt auch, aber ist harmlos. Also darüber muss man kein Wort verlieren. Also wenn ich das so verteidigen kann, dann bin ich glücklich damit. Aber es ist eben nicht immer gesagt. Bakali. Auf Batshuayi. Nimm deinen Kumpel nochmal mit, deinen Landsmann. Wollt er vorbei. Wollt er vorbei und seine Geschwindigkeit ausnutzen? Klappt nicht ganz. Aber jetzt haben wir die mal ein bisschen hinten drin. Oben. Nicht da. Vorne. Ist egal. Durm.
Durm auf Bakali, kommt kein Ball an. Da kommt der Wiener noch die Füße zwischen. Ich würde sagen, kurzes Resümee. Klasse Anfangsphase, Lattentreffer von uns. Großchance, Diniala. Verfehltes Tor da um ein paar Zentimeter nur. Und danach war es eher verkrampft, habe ich das Gefühl. 0:0 muss nicht schlecht sein. Das muss wirklich nicht schlecht sein. Hier, zack. Und dann stehen da eben genug Grüne. Hier, die Chance dürfen wir auch nicht vergessen. Weil ich glaube, den trifft er auch nicht richtig. Den Ball. Also ist er eher auf den Boden geprallt als sonst irgendwas. Wo ist PSV? Die spielen unentschieden. Also momentan Stand würde sich gar nichts ändern. Wir mit dem Unentschieden und auch das andere Spiel, das zweite Spiel. Mit dem Remis immerhin 1:1. Ich weiß nicht, ob das vom Torverhältnis irgendwas zu bedeuten hat, aber ich würde erstmal sagen, von den Punkten tut sich da gar nichts. Und jetzt liegt es an uns, hier vielleicht in Führung zu gehen. Und damit natürlich großer Nutzen zu sein. Hier die Gruppenführung übernehmen. Ich wollte gerade sagen, gute Idee, aber das ist natürlich dann wieder eine schlechte Ausführung. Die sind sich nicht einig, die Jungs. Dürfen sie auch mal. Jetzt stehen sie erstmal sehr tief. Sehr, sehr tief, was Rapid hier macht. Durm. Durm einfach mal mit der Flanke. Liegt jetzt da sogar noch. Und das ist dann einfach Pech. Bekommt den Ball zwar, aber liegt eben da und kann nicht reagieren. Jetzt kann er reagieren. Gute Situation. Gute Situation. Oben ist Benzi. Ja, kann aber irgendwas mit anfangen. Ja. Kurzes Eck. Hätte ich nicht gedacht, dass das Ding ankommt. Guck mal, wie der Ball fliegt. Torwart macht gar nichts. Abwehr guckt verdutzt. Nee, ist nicht nochmal. Nicht nochmal. Jetzt. Ja, vielleicht ein Linksfuß mal von der Seite mit Vorland. Aber die Variante hier gefällt mir besser. Mit Benzi, ja. Das Ding nach vorne. Aber zu dicht ans Tor. Der Hoffmann hat zwar gelauert, aber das war's dann. Die kommen gar nicht raus, ne? Da ist überhaupt keiner mehr ab der Mittellinie. Soll uns recht sein. Solange wir da nicht in irgendeinem blöden Konter spazieren. Batshuayi. Komm, schieb mal an den. So, jetzt haben wir die Situation, die ich meinte. Jetzt kommen sie. Zumindest ein bisschen. So, Drehung versucht. Och, jetzt wird's hässlich. Also wir haben, das muss man einfach wie ich mal klar sagen, wir haben hölzerne Verteidiger. Sobald dann mal ein Stürmer eine Drehung macht, eine Körpertäuschung macht, da gucken wir einfach nur noch blöd aus der Wäsche. Und das ist das Problem. Super gespielt. Super gespielt, hoch. Und das muss jetzt Benzi ja machen. Den muss er jetzt reinschießen. Versucht den Lupfer. Versucht den Lupfer, es klappt nicht. Und jetzt pfeift er hier irgendeinen Vorteil. Wahrscheinlich wieder Hand. Was ist bitter? Ist es bitter? Die nächste Chance, die wir nicht nutzen können. Also ich habe das ja so trainiert mit diesen Lupfern. Ne? Das klappt auch eigentlich. Sogar im Ultimate Team habe ich das mal hinbekommen, ne? Mit dem Lupfer. Aber hier wäre es so wichtig gewesen. Aber wir machen momentan die Großchancen einfach nicht rein. Und vertändeln die Bälle. Batshuayi. Mensch, was ist das denn? So, Achtung. Leno zur Ecke. Man darf eben hier die nicht unterschätzen. So, Stichwort hölzerner Verteidiger. Der Ginter kommt da auch nicht hinterher. Muss jetzt Aufwand betreiben, um zumindest die Chance noch zu haben, hinzukommen. Ja, 63. ist gerade jetzt hier so eine Phase, wo es eben wirklich wichtig gewesen wäre, in Führung zu sein. Hoffmann ist tot. Muss raus. Habe ich den Öztunali dabei, ja. Ein junger Mann, jetzt mit sehr, sehr viel Verantwortung natürlich. Und wir wechseln auch Estwan für Bakali ein. Hat mir zu wenig gezeigt, ganz einfach. Wir hätten in der Situation eben, als Benzi aufs Tor ging, hätten wir einen Linksfuß gebraucht, mit Finesse-Shot außen rein. So blieb mir im Prinzip nur am Torwart vorbei oder eben Lupfen. Und ich habe mich dafür das Blödere entschieden der beiden. Aber man weiß eben vorher nie, wie es aussieht. Jetzt müssen wir auf die Ecke aufpassen. So, das sieht sehr, sehr merkwürdig aus. Ja, jetzt ist hier leider Gottes die Situation verfahren, aber das macht Batshuayi klasse. Batshuayi, kommt er jetzt an den Gegenspieler vorbei? Jetzt zieht er an. Batshuayi mit der Flanke. Es ist keine. Es ist im Prinzip eine Rückgabe für den Torwart. 66. Es steht nach wie vor 0:0. Schade, den hätten wir haben müssen. Den hätten wir haben müssen. Und jetzt aufpassen unten. Das habe ich nämlich befürchtet. Durm ist schnell, aber Sabitzer auch. Sabitzer ist auch schnell, flankt den jetzt nach innen. Und was macht der Himmelarsch und was macht Leno da? Kann mir das irgendeiner mal erklären? Was soll das? Also das ist ja eine Katastrophe. Der muss hingehen, macht's nicht und bringt uns hier fast um alles.
Ja, ich bin da teilweise vielleicht ein bisschen hart mit ihm. Klasse jetzt. Thorgan Hazard kommt aber nicht so richtig zum Zug, weil die Ziele machen. Kopfball, Benzia. Nee, das muss ich jetzt irgendwie versuchen hier zu drehen noch. Also es geht hinten, es geht hin und her. Hinten, vorne, hinten, vorne. Gavranovic für Batshuayi. Kam ein bisschen langsam vor heute, obwohl man das jetzt nicht so sehen kann bei der Frische. Aber er wirkt nicht so spritzig. Zumindest was ich hier so merke. Bauchgefühl. Oh, das ist sehr riskant hier. Sehr riskant. Das haben wir eben schon gesehen. Also Wien spielt jetzt im Feuer. Das hat er jetzt gut gemacht. Unser belgischer Stürmer. Unser Top-Stürmer der Saison. Ja, Benzia lasse ich immer noch ganz gerne drin aufgrund der... Ja, wie sag ich das? Der Standards. Volland. Nee. Dauert ja viel zu lange. Gegen Schrammel. Schrammel hat sich jetzt hinten eingekesselt. Und dann hat er so ein Glück. Da hat er so ein Glück, dass er den Ball wieder bekommt. Der hat ja auch schon 7-mal getroffen, der Benzia. Letzter Wechsel. Ich hab's gesagt, ich könnte damit leben. Mit dem Unentschieden. Es wäre natürlich schöner, hier ein Last-Minute-Tor zu machen. Und damit zumindest die Wiener schon mal abzuschütteln. In der Gruppe. Aber wie gesagt, Platz 3 kannst du dir auch nichts für kaufen. Das ist logisch. Benzia, nochmal zurück. Nochmal zurück. Jetzt haben wir unten richtig viel Platz. Auf der anderen Seite, hinten Durm. Esswein. Esswein, der noch fit ist, noch frisch ist. Kommt da vorbei. Klasse Situation. Klasse gemacht von Esswein. Und dann kommt da doch noch irgendein Bein dazwischen. Ja, mal unkonventionell irgendwas probieren. Nicht einfach nur flanken oder draufgehen. Tja, das wäre es fast gewesen. Esswein muss hinterher. Da ist Ayeti. Der jetzt Gott sei Dank hinkommt. Ginter kam nämlich auch nicht wirklich nach. Gute Aktion jetzt. Ich glaube, Durm ist es gewesen sein. Jetzt wechselt Wien. Ich sitze so ein bisschen zwischen den Stühlen. Soll ich nochmal volles Rohr geben? Und wirklich versuchen, das Ding zu gewinnen. Mit der Gefahr, dass man das verliert. Und ich glaube, dann verspielst du alles. Starkel für Allah. Vorne die 10. Kommt für die 33. Jetzt aufpassen mit dem langen Einwurf. Sie machen das erstmal kurz. Beziehungsweise nicht kurz. Nach hinten. In die eigene, in den eigenen Bereich zurückgelegt. So, wenn der jetzt flankt, dann wird's gefährlich. Der muss im Abseits gewesen sein, war er nicht. So, die 30. Flankt den einfach mal rein. Was ist denn jetzt schon wieder? Also, ich habe keine Ahnung, was das immer soll. Wenn man Zweikämpfe wird man ja wohl noch führen dürfen. Freistöße in der Art hasse ich wie die Pest. Es wird Gott sei Dank nicht gefährlich. 87. Minute haben wir. Ich versuche ihn einfach locker zu rollen. Unten ist Esswein gestartet. Esswein kann jetzt vielleicht versuchen, mit dem Doppelpass hier, mit Benzia, mal irgendwas zu reißen. Der müsste ja noch fit sein. Fitter zumindest als die Wiener. Ach, der zweite Mann. Der zweite Mann bekommt den Ball hier irgendwie unter Kontrolle. Das war schlecht gewesen. Komm, jetzt schmeißen wir alles nach vorne. Ich hoffe nicht, dass die nicht bestrafen. Das wäre wirklich schlecht. Ball kommt durch. Leute, jetzt drauf hier. Spielen wir nochmal hinten rum. Trauen sich auch nicht so richtig. Nee. Das ist ein Grottenspiel gewesen. Also auf beiden Seiten viel gewollt, aber nicht gekonnt. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Wir haben ja oft nicht mehr dieses Ergebnis gesehen. Ganz, ganz wenig 0:0. Aber es ist heute einfach gerecht, weil keine Mannschaft wirklich irgendwas gerissen hat. So richtig. Ne? Das war eine Situation, die wir hatten. Dann die Situation von Jedlin, der Lupfer von Benzia. Aber das ist halt alles auch irgendwie ja so halbgar gewesen. Nichts wirklich Zwingendes. Ja, und die hatten ja auch die Möglichkeiten. Ne? Wenn man hier schon einen Foul zeigen muss, dann weißt du schon Bescheid über die Qualität dieses Spiels. Nee. Nee, das war gar nichts. Auch die Passgenauigkeit auf beiden Seiten. Grottig, ne? 76% bei uns und die 78% eben bei unseren Gästen bei Rapid Wien. Da kann man dann nicht davon sprechen, dass irgendeine Mannschaft hier einen Sieg verdient gehabt hätte. Und ich hoffe, dass das zweite Spiel jetzt nicht unbedingt so klar ist, ne? Für irgendeine Mannschaft ausschlägt. Ein Unentschieden wäre perfekt, da würden wir uns halt alle Möglichkeiten offen halten. Nee, Ginter hat mir gar nicht gefallen, 6,7. Also der irrte teilweise irgendwo rum, teilweise wahrscheinlich auch durch mich hervorgerufen. Aber Ayeti deutlich besser, eine 8,4, genauso wie Jedlin. Das kann man einfach so festhalten. Die linke Seite war heute nix, inklusive Bakali. Und André Hoffmann 5,8, er hat einfach immer permanent durchgängig diese schlechten Noten. Das kann ja kein Zufall mehr sein. Hazard 7,1, Benzia 7,1. Batshuayi kam nicht von ungefähr, hat mir heute nicht gefallen, ganz ehrlich. Und das ist unser Gegner. Grosorek 7,2, Pichler 7,3,
Schimpelsberger 7-0 und Königshofer 9,0. Das sagt viel über das Spiel aus, ne? Wenn der Torwart so eine Note hat. Da ging gar nichts, ne? Da ging gar nichts. Ich kann es nicht sehen, wir werden es aber gleich wissen, wie das Spiel ausgegangen ist. Indem wir ganz einfach hier mal die Tabellen, beziehungsweise bei der Saison hier den Spieltag natürlich erstmal gucken. So, Euroleague. Da haben wir unser 0-0 und oben 2-2, PSV Olympiakos. Also da war mit Sicherheit ein bisschen mehr Action drin als hier bei uns. Nee, wo will ich hin? Da. Hier sind Gruppe D. Tja, das ist wahrscheinlich jetzt aufgrund des Torverhältnisses, dass wir jetzt da hinten stehen. Auf Platz 3. Es ist nach wie vor alles möglich. Also wir haben es ja in der eigenen Hand. Im Prinzip. Ne? Beide Spiele gewinnen. Bist du Gruppensieger? Fertig. Es ist halt so leicht gesagt, wenn du es nicht mehr zu Hause schaffst, gegen den vermeintlich Schwächsten der Gruppe, Rapid Wien, da wirklich ein Spiel hinzulegen, was dominant gestaltet ist. Ne? Wundert mich so ein bisschen nach jetzt auch der Partie gegen Bayern. Weil ich schätze schon Bayern ein bisschen höher ein als Rapid Wien. Aber vielleicht war einfach bei den Jungs... Ja, der Stock im Arsch, ne? Nervosität ohne Ende. Also wenn es irgendjemand verdient hat, einen Vertrag, irgendwas zu bekommen, einen neuen Vertrag, dann ist es die DeAndre Yedlin. Ich sortiere das hier mal nach. Genau, Position, dann kann ich das besser machen. 2 Jahre, 8 Monate haben wir den noch. Der möchte, was will er denn? 1 Jahr, 45.000. Also wenn es mehr nicht ist. Wenn es mehr nicht ist, Freund. Oh, 5% Mannschaftsrolle. Essentieller Stammspieler. Klar, wer soll den denn da verdrängen? 30.000 Unterschriftsprämie, wir können das. Wir haben nur 61.000. Wenn dann noch ein Spieler kommt, na, dann habe ich ein Problem. Dann müsste ich erst noch ein bisschen was verschieben. Probleme sind relativ, ne? So sagt man immer so schön. Ja, die Spieler, Hoffmann. Warte, wir machen das jetzt nach und nach. Teambericht, ich kann ja wahrscheinlich hier gucken auf die einzelnen Spieler. André Hoffmann, Spielerbiografie. Gucken wir mal drauf, körperliche Attribute. Es ist einfach ein Klumpen, ne? Es ist ein Klumpen. Der ist zwar stark, aber wenig beweglich, hat keinerlei Sprintvermögen und der Antritt ist eine Katastrophe. Das heißt, wenn irgendein Spieler an ihm vorbei ist, dann ist er vorbei, dann ist er weg. Das ist es. Wir brauchen wirklich einen, der nach vorne irgendwas bringen kann. Wie sehen die Pässe aus? Aggressivität abfangen, das ist okay. Stellungsspiel ist Katastrophe. Übersicht, es taugt eben nicht, was ich eben gesagt habe. Denn wir brauchen einen, den man so ein bisschen als verkappten Spielmacher mitnehmen kann. Ballkontrolle, das ist okay. Kopfballpräzision, super. Kurzer Pass ist sogar okay. Manndeckung, ja, das schreit schon nach Innenverteidigung. Faire Zweikämpfe, Grätsche, Innenverteidiger. Er kann es ja spielen, ne? Das Problem ist halt auch einfach die Arbeitsrate. Die ist leider Gottes nicht hoch hinten, was man eigentlich für einen Abwehrspieler voraussetzen müsste. 1,88, 84 Kilo, das müsste eigentlich gehen. Dass man vielleicht sagen, wir spielen mit Hoffmann, weil er hat sich ja entwickelt. Das kann man ja nicht anders sagen hier. Vielleicht mit Hoffmann und Ginter in der Innenverteidigung. Weil da muss er nicht so laufen. Ne? Da hat er nicht dieses Pensum und nicht diesen Radius. Und dann geben wir einen ab. Vielleicht. Höhen ist eine Frage. Der Chilien ist eine Frage. Und dass man dann einen Zentraldefensiven holt, der Tempo hat. Und ihr habt mir da schon ein paar Tipps geschrieben, die vielleicht interessant sein könnten. Ich gucke einfach mal gerade. Also der eine, der ist klar, ne? Habe ich ja gesagt, ich weiß nicht, ob das ein Fußballmanager war, den finde ich Weltklasse. Junior Malonda, VfL Wolfsburg, das ist ein Tier. Das ist wirklich ein Tier. Und wir können gerade mal gucken, was der für Schnelligkeit hat, Beschleunigung. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Das ist eben nicht nur ein Zerstörer, der ist auch richtig biestig nach vorne. Ja, das wäre natürlich klasse, ne? Wenn wir den bekommen könnten. Beobachten müssen wir nicht, da wissen wir alles. Wunschliste. Anfrage stellen. Ich will das einfach mal wissen. Wie lang ist denn eigentlich noch? Ich glaube nicht mehr so lang. Wo ist denn der Kalender? Kalender. Ja, doch, das ist doch noch 2 Monate. Ich hatte gedacht, wir wären dichter dran. Transfer, Spieler suchen. Das war mir noch nicht alles. Der sollte auch theoretisch einer sein. Cabral. Zentral defensives Mittelfeld. Hier, wahrscheinlich er hier. Oder? Nee. Cabral, wer ist es denn? Zentral ist der da, nee. Wo ist es? Oder welcher? Cabral, weiß ich nur. Ich habe keine Ahnung. Also normalerweise kann es der hier nicht sein. Der ist 19, das klappt nicht. Ne? Der wäre erst 15, wenn vom Spielbeginn an. Ich glaube, der ist auch generiert worden. Weiß ich jetzt nicht, wer das gemeint sein könnte.
Der hier kann ich mir nicht vorstellen von Twente. Weiß ich nicht. Muss ich jetzt mal weglassen? Vielleicht dann den Vornamen dabei oder vielleicht wird er irgendwie so komisch geschrieben mit einem Akzent über einem Buchstaben. Dann finde ich ihn natürlich jetzt hier nicht klar. Fernandes. Gelson Fair. Ich hoffe, der findet es so. Nee. Da muss ich das nur mal so probieren. Also, wo war der denn? Der war doch, glaube ich, bei Mainz. Da können wir da gucken. Ja, das ist, also, diese Suche, das ist eine Katastrophe bei FIFA, ganz ehrlich. Also, dann muss ich bei Mainz gucken gehen. Liga. Bundesliga, irgendwo ist es hier. Und dann FSV Mainz 05, dann haben wir den doch. Dann haben wir den doch relativ schnell. Gelson Fernandes. Den wir ja haben gehen lassen. Da ist er doch. Weiß nicht, warum dieses dusselige Ding das nicht findet. Ist 30. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwas wissen noch. Von dem leider nicht. Also wir haben überhaupt keine Werte mehr. Von dem. Also das wird nicht funktionieren. Das wird leider nicht funktionieren. Nee, aber so ein Typ Maler und da, das wäre schon wirklich perfekt. Ich denke mal, ich mache das so, dass wir hier suchen gehen. Bei den Aufträgen. Ne? Zentraler Innenverteidiger. Das lassen wir mich dann. Machen wir weg. Wie gesagt, das ist dann eher so die Geschichte mit Hoffmann hinten. Hier Jünger. Bis 24. Ich denke mal, dann findet ihr das da. 0 bis 5 ist okay. Zentral defensives Mittelfeld. Defensiver Mittelfeldspieler. Und was nimmt man da am besten? Temporeich. Weil das ist es ja, was ich haben möchte, ne? Kräftig. So, das wär's. Also normalerweise müsste jetzt der Prototyp von Maler und Dada rausspringen. Schauen wir mal, was uns da gesagt wird. Ich glaube, ich kann den aber nicht holen oder kann ich das probieren? Ich weiß natürlich nicht, was die mir da jetzt gleich vorschlagen. Gegen Hoffenheim. Also wir müssen uns motivieren. Muss, ne? Also mal hätte das Bayern-Spiel schon Motivation genug sein müssen, um das mitzunehmen in diese Partie hier. Ne, das ist es ja eben. Du hättest jetzt schon sehr, sehr gut alles klar machen können. Zumindest gegen Wien. Haben wir nicht. Weil eben auch die anderen Mannschaften da unentschieden spielen. Wir wären vorne gewesen wahrscheinlich in der Gruppe mit einem Sieg. 15 Mille wollen die haben. Holland haben sie abgegrast. Nix. Das haben wir gemacht. Ja, 15 Mille, das habe ich nicht, ne? Das habe ich nicht. Da müssten wir irgendwas verkaufen. Nee, 6,4. Also da müsste irgendjemand gehen, dass wir so einen holen können. Das machen wir in der nächsten Folge, glaube ich, dann mal. Und schauen so grob drüber, wen wir abgeben könnten. Also ein bisschen Geld wird da mit Sicherheit rumkommen. Ansonsten frage ich einfach meine lieben Freunde im Vorstand, ob die mir nicht ein bisschen was neu dazugeben wollen. Aber ich glaube, das haben die schon mal. Also wir müssen uns was überlegen. Das werden wir machen. Jetzt auswärts gegen Hoffenheim.